mit dieser Orange Groove Radarfalle 180 Stundenkilometer. Da schauen wir mal, ob wir nicht doch den unseren Mercedes nehmen. Können wir das Auto wechseln? Stimmt, oder? Fahrzeuge. Auswählen. Mit dem macht das wahrscheinlich viel mehr Sinn, ne? Okay. Auf jeden Fall. Mit 200, ne? Perfekt. So muss es sein. Jetzt haben wir die auch bestanden. Dann gucken wir mal weiter, was es mit dieser Flucht auf sich hat. So, jetzt nähern wir uns in 140.000. Da gibt es dann nachher schon mal ein ordentliches Auto und dann können wir dann auch mit den Rennen weitermachen, mit den normalen Street Racing Rennen. Jetzt gucken wir uns erstmal mal die Tests an. Muss ja auch mal gemacht werden. Das St. Louis, 200 Stundenkilometer. Das kriegen wir doch hin, oder? Mit unserem Mercedes. Wir machen die Radarfallen. Ich denke, das ist überhaupt kein Problem. Da wäre natürlich jetzt auch ein Auto mit Schaltgetriebe, wäre da viel cooler, ne? Aber ich bin ja auch so verwöhnt, ne? Muss ich sagen. Und zwar, oh ja. Das ist überhaupt kein Problem für uns. 255. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Geld gibt es halt jetzt nicht die Welt, ne? Ein paar Follower, ein bisschen Geld, aber er macht einen heiden Spaß, ne? Also schaut. So, Aktivitäten. Und wir machen weiter mit dem nächsten Test. Wie viel kann man da noch fahren? 1, 2, 3, 4. Ganze Menge, ne? Wir haben 250 drauf gehabt. Ich nehme mal so eine von hier hinten, von einer der letzten, die hier freigeschalten wurden. Wenn wir die packen, dann ist der Rest auch kein Problem. Ah ja, okay. Mitten im Wald. 200 haben wir gesagt. Und perfekt, ne? Das war ja mal perfekt gewesen. 200 durch den Wald. Credits jetzt nicht die Welt. Aber wie gesagt, 77.000 Follower haben wir insgesamt. Okay. Jetzt gucken wir uns das nächste noch an. Das ist natürlich nicht schlecht. Kann man natürlich richtig eine ganze Folge nur entweder Flucht oder Radarfalle machen. Probieren die Flucht mal aus. Na, Geld gibt es jetzt nicht die Welt, wir sehen es hier. Das wird auch nicht mehr werden mit der Zeit. Aber gut. Flucht. Da bin ich mal gespannt, was wir da bekommen. Jetzt lädt es erstmal. Und dann schauen wir nachher mal an. Flucht. Okay. 710. Okay. Sollte eigentlich mit dem Auto kein großes Problem sein, ne? Läuft's noch? Jetzt hat. Wir haben Tower sehr gut im Stadtverkehr, ne? Das muss man erstmal machen können. 1800. Okay. 140.000. Und dann machen wir was anderes so zwischen rein. Nur Flucht und nur Radarfalle ist ja auch langweilig in der Zeit, wenn man sich das eine Folge lang angucken muss. Deswegen schauen wir mal hier, was haben wir noch alles. Track Race.
dieses Fotoalbum, ne? Untergrund, Roadtrip, Skyline. Das ist ja was, wo ich überhaupt keine richtige Lust drauf habe. Auf dieses Fotoalbum. So, hier können wir dann noch was probieren. Und zwar hatten wir ja hier auch Flucht gehabt. Arc Park Trail, Flucht. Haben wir noch irgendwas, was noch nicht das war? Black Hills. Wenn wir es bei den Black Hills machen, die Flucht, dann muss ich mal schauen, ob wir unser Auto behalten können. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, es muss voll gewechselt werden, oder? Nee, muss es nicht. Wir haben. Oh, das war total blöd gewesen jetzt, oder? Komm schon. Ja, da bin ich jetzt da reingefahren. Wir können. Na, jetzt ist es wieder weg, ne? Okay. Wir können nämlich, ich muss mal neu auswählen, bei diesen Tests müssen wir kein Offroad-Fahrzeug nehmen. Wir können auch ganz normal ein ganz normales Rennauto nehmen, so wie ich hier mein Mercedes SLS. Das geht nämlich auch. Das ist natürlich nicht schlecht, wenn man das weiß. Dann kann man hier nämlich auch mal ruhig mit 200 lang brettern. Dann ist es nämlich gar nicht so schlimm. Fahre ich mal da hoch. Da lang. Dann 200, gleich, also 700. Gut. Das haben wir erfüllt. Ist jetzt nicht das richtige Auto dafür, ne? Also es geht, aber es macht keinen Sinn mit dem Fahrzeug, ne? Das wollen wir echt mal sagen. 1800 Steine. Ja. Und da haben wir Specials. Unser Fahrzeug. Sehr schön. Das gucken wir uns dann später an. Wir machen jetzt erstmal hier noch ein paar coole. Ne, wollten wir eigentlich nicht, ne? Rallycross bauen wir das Auto. Motocross. Haben wir noch die White Mountains, die können wir machen. Das ist ein bisschen spaßig. Genau, dann müssen wir natürlich das Fahrzeug wechseln. Da ist unser Motorrad. Macht natürlich nur so Sinn. Moment. So, okay. Ja, begib dich zum Starterfeld. Und ganz chillig fahren. Okay. Dann wollen wir loslegen mit dem Rallycross. Und da geht's. Okay, wir haben ja. Oh. So. Ganz toll. Das war jetzt natürlich gar nicht, diese ganz schön schwierige Strecke. Wenn man mal so schaut, ne? Ich fliege hier rechts und links hin und her. Ne? Das macht echt keine Freude. So, okay. Ich weiß jetzt auch gar nicht, welchen Platz wir hier erreichen müssen. Wird wohl der dritte sein sollen. Vielleicht sogar der erste, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. So geschockt von dem Kurs hier. So, springen wir nochmal. Und dann geht es in die Kurve rum. Und dort ist auch sowas, wo ich überhaupt nicht bremse, ne? Da wenig bremse. Da gebe ich hier noch Gas runter. Jetzt dachte ich schon, jetzt kommt Kontrollpunkt verpasst, aber jetzt ausgeflippt, ne? Jetzt hier wieder runter. Das schneiden wir dann einfach mal.
so lauter. Und dann geht's hier runter. Sehr schön gemacht. Wir sollten auch ein bisschen mittig bleiben, sonst hat es nämlich keinen Sinn. Da, okay, da unten. Da geht's doch zum Ziel, oder? So. Erster. Also die Motorradrennen, da bin ich schon gut, ne? Das muss ich echt mal sagen. Auch wenn es jetzt auch nicht so aussah. Da hole ich schon Punkte, ne? Finde ich gut. So, jetzt gucken wir uns erstmal so, ich wurde getrennt vom Server. Bitte wende dich an den Kundenservice. Ja, genau. Na gut, es ist Abend, ne? Da werden ein Haufen Leute online sein. Ist es auch schon das zweite Mal überhaupt, na gut. In 3 Tagen, sage ich jetzt mal, in 4 Tagen sogar, ist erst das zweite Mal, wo ich rausfliege. Wir sind jetzt bei Folge 25. Ist okay. So, fortfahren. Lädt es erstmal. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir unsere Autos ausrüsten mit den ganzen Goodies, die wir da bekommen haben. Und dann gucken wir mal, was es Offroad-technisch noch zu machen gibt. Für dich müssen wir uns halt mal da. Hält den Weltrekord. 707 Stundenkilometer mit einem Boot. Das ist schon heftig, ne? Würde ich mal sagen wollen. So, Fahrzeuge. Wir fahren mal hier hinten an. Mit woran sieht man das dann? Das daran sieht man das, dass sie so blinken, ne? Okay, den haben wir. Und unser Motorrad. Da hat jetzt auch Ding eingesammelt, ne? Performance. Ich muss ja mal ins nach Hause gehen, zum Zuhause. Und dort mal schauen. So, Motocross sind wir durch, Rally Raid haben wir in der Woche mal ausgelassen, da sind wir ja auch schon fast durch, ne, mit allem. Es bleibt so viel nicht mehr übrig. Spieleinstellungen wollte ich gar nicht hin. Da wollen wir hin. So, Aerobatics haben wir. Amarillo, gut, lasst uns Flugzeug fliegen. Das können wir noch machen. Da muss ich jetzt wieder das Flugzeug sehen. Genau. Mal gucken, was ich hier machen darf. Enge Kurven. Das kann ja was werden. 15.000 Steine, wenn wir das gut machen. Da vorne ist der Start. Okay. Jetzt müssen wir mal abheben und dann sind wir weiter. 2000 Punkte, okay. So tief wie möglich. Ach so, so tief wie möglich, okay. Ich weiß nicht, ob 2000 Punkte jetzt viel ist. Ah ja, Looping. Fliegen wir mal gerade. Und dann geht's so rum. Geht's gerade. War wohl nix, ne? Okay. Da scheint irgendwo noch. Ah ja. Aufsetzen. Da muss ich mir aber. Oh. Das war Aufsetzen gewesen. Freestyle, okay. Schauen wir mal, dass wir irgendwas Freakiges zusammenfliegen hier. Und hier rumdriften. Boah.
So, jetzt nach oben. Ja, es gibt weniger Punkte, ne? Es gibt weniger Punkte für die ganzen Sachen. Deswegen. Und jetzt kommt dann Außenlupe, okay. Gerade fliegen und dann geht's nach unten. Okay. Und Sturzflug. Kein Problem für uns. Jetzt kommt wieder Freestyle, ja? Na, das ist ja dann jetzt gelacht, oder? Die paar Punkte hier, die kriegen wir ja locker, oder? So ist cool. So müssen wir fliegen. Das obere. Okay. Und jetzt eine Rolle. Okay. Sollte auch kein Problem sein, ne? Ja. So, jetzt aber vollständige Rolle. Jetzt, okay. Umgekehrter Flug. Tiefflug. Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig. Aber machbar. Na egal. Die 15 Sekunden können wir auslaufen lassen. Da müssen wir halt echt. Das ist wirklich schwierig, weil unten alle Bäume stehen. Na, so über Wasser oder sowas, so über Wüste, das ist cool. Aber so ist es nicht cool. Okay, das haben wir natürlich geschafft. Das ist nicht verkehrt, ne? Gute Sache. Okay. So, da haben wir noch Goodies bekommen hier. Performance-Teile für unser Flugzeug. Die rüsten wir natürlich gleich aus, ne? Ganz klar. Performance. Da hätten wir das Getriebe. Wir haben den Motorblock. Und wir haben die Gaspedale. Sehr schön. So, das war Fliegen. Was haben wir noch beim Fliegen? Auf dem 1 noch, ne? Da steht aber sonst nichts dabei, ne? Ich finde es eigentlich schon schade, ne? Dass nicht dabei steht, ja, du brauchst da 2000 Punkte oder sowas. Naja, wie auch immer. Wir fliegen das jetzt noch. Und dann schauen wir mal, ne? Das ist wieder ein Waldgebiet, ich mag das ja gar nicht so. Gerade wenn man auf Kopf fliegen muss, ne, Tiefflug auf Kopf, dann ist halt so ein Waldstück schon schlecht. Da möchte man lieber so über Wasser fliegen oder über eine Ebene, ne? Also los. 2000 Punkte, was muss ich machen? Senkflug. Okay. Okay, dann Luftdrift. War schon Drift? Ja. Okay, Rolle. Das ist kein Problem für uns. Naja, gut. Na komm schon. Okay, dann haben wir Freestyle-Zeit. Da fliegt natürlich jetzt irgendwas total Krankes hier zusammen. Aber Mist. Nein, beide will ich natürlich nicht drücken. Das ist natürlich schon blöd. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Das war jetzt gar nichts gewesen, was ich bekommen habe. Naja, egal. Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Ich bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Hier auch jetzt geht es ja natürlich in die andere Richtung, okay. Überhaupt kein Problem. Okay, Sturzflug. Ja, klasse. Da brauchen wir nicht, müssen erstmal hochfliegen, bevor wir runterfliegen, ne? Okay.
Jetzt Freestyle-Zeit. Zeig jetzt auch bestimmt irgendwie nach unten. So, runter. Checkliste. In der Freestyle-Zeit habe ich gar nichts damit gekriegt. Das war früher mehr gewesen. Ne? Tiefflug, ja, über den See am besten. So. Das ist ganz gut. Und da hätte ich jetzt eigentlich über die Brücke fliegen können. Also unten durch, die über, drunter. Besser Flug. Immer auch. Gegen den Baum. Okay, Messerflug geht nicht so. Jetzt haben wir einen Messerflug. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. So, jetzt hat. So geht der Messerflug. Beinahe Unfall. Ich soll den beinahe Unfall fliegen. Na. Scheint okay gewesen zu sein. Okay. So, und wie man sagen, wir machen weiter im nächsten Teil. Schauen wir uns noch mal ein paar Autos an. Und bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut.